Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen-Orakel am 14. April 2019. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sie sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Die erste Frage war, was denkt er? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen. Er macht sehr viel Gedanken über euch. Er macht sehr viel Gedanken über seine Gefühle, auch über euren Gefühlen, liebe Partnerschaft, das, was ihm aktuell beschäftigt. Zweite Frage war, wie fühlt er sie sich? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen. Ihm ist sehr wichtig Sicherheit, Stabilität, diese Liebe zum Leben, dass es Realität wird. Außerdem, er vermittelt etwas und das ist die Wertschätzung. Dritte Frage war, was vermittelt er konkret? Das ist die Liebe, Partnerschaft und er steht dazu. Die vierte Karte ist eine zusätzliche Tagesbotschaft und das heißt Selbstbeherrschung. Und das betone ich immer wieder, wie wichtig das ist, unserem Gedanken beherrschen, unserem Gefühlen beherrschen, unserem Tag beherrschen. Und das genügt schon, das genügt, wenn wir den Tag schöpferisch gestalten. Weil wir leben hier und jetzt, wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Dann geht alles viel einfacher voran. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.